So, liebe Freunde des gepflegten Offroads, der nächste Fahrgast sitzt neben mir. Das ist Pascal von der Quad Family 31. Pascal, was ist die Quad Family 31? Erklär mal kurz, was die, dahinter steckt. Quad Family 31. Das bisschen ist, lauter bitte. Ja, das ist einfach unsere Familie. Also, ja. Panzerpower.de aus Malwinkel. Wir sind einfach Vater, Mutter, Kinder. Ja. Und haben für uns das Klettfahren entdeckt als Hobby. Ja. Und dachten uns so, hey, wir machen da einfach einen YouTube-Kanal. Sehr geil, sehr geil. Zu beachten ist auch der Papa. Der Papa hat ein Bein verloren. Und trotzdem ist er mit an Start und vor Ort und dabei. Und das ist natürlich richtig geil. Ne? Sowieso. Die Familie wird ihn mit Sicherheit auch unterstützen, schätze ich mal. Dass er genauso einen Spaß haben kann wie andere. Genau, super geil, sehr klasse. Gut, Pascal, wollen wir los? Natürlich. Ja. Also ihr habt es gehört, liebe Zuschauer, auch die Quad Family 31 hat einen YouTube-Kanal. Guckt mal drauf, geht mal hin und wenn euch der Content gefällt, lasst einfach mal ein Abo da. Und nicht vergessen, abonnieren und Glocke drücken, damit ihr da gar nichts verpasst. Ich kann es euch empfehlen. Kommen jede Woche Videos. Immer, ja. Wir ziehen voll durch. Und der Pascal ist ein besonderer Mensch, der erlebt den Offroad mit dem ganzen Körper, sag ich so. Wir werden sehen. Los geht's. Jungs, passt mal ein bisschen auf hier, ja? Ist ein bisschen was anderes. Jawohl. So, wir gucken mal, ob wir hier durchkommen. Ja, sieht gut aus. Au, hier dürfen wir nicht. Hier guck mal da, guck dir mal den Schlamm an, das geht gar nicht. Da, Atze, mach mal Allrad an, dann kommen wir hier auch wieder kurz raus. Übrigens, hier? Wenn ihr die Sichtweise nochmal von mir quasi sehen wollt, guckt das neue Video der Quad Family 31, weil ich bin da auch noch direkt. Dann seht ihr mal, wie ich mich darauf vorbereite mental. Echt? Hast du dich mental darauf vorbereitet? Ja, also, sag ich mal, ich hab vor dem Jahr noch nicht so viel gehört gehabt. Ach so. Und als du das anziehen so und dann lass es sprechen. Ja, muss lauter sprechen ein bisschen. Ja, war es dann so, okay, Maggie, also da fährst du jetzt mit? Ja. Was macht denn der eigentlich? Ach so, aha. Und dann habe ich mir das Intro angeguckt. Ja. Und dachte mir so, nach dem Intro. Ja. Der Buggy. Ja. Und die Reifen berühren nicht mehr den Boden. Ach so. Pascal, was hast du da gemacht? Okay, hier müssen wir aufpassen. Es ist halt übelst viel Verkehr hier. Also jetzt im Vergleich zu Sonntag ist das, also zu Sonntag, wo das gerade wird, hier war es das ja Sonntag ein Fliegenschiss gewesen. Ja. Und gestern konnte ich hier noch durchfahren, jetzt ja. Das kannst du ja vergessen. Guck mal, wie da drin steckt da. Alter. Bis über der Rattennarbe hängt der im Schlamm, also keine Chance. Oh. Okay. Moin! Hey. Kannst du das mal durchlassen? Ist das heftig. Das ist das, was ich an der Veranstaltung nicht feiere, dass ständig die Leute in der Fahrspur stehen. Ja. Statt sich mal ein bisschen an die Seite zu stellen. Ja. Oh, die haben ein großes Problem. Glaube ich auch. Respekt, Jungs, Respekt. Ja, wir müssen Gas geben, die Spur ist ja völlig breit. Alte Scheiße. Das ist das geil! Oh mein Gott!
natürlich sagen, ich fahre so natürlich nicht immer. Ne? Ich fahre okay. so extrem natürlich nur, wenn ich Gäste habe. Ach so, weil ich weiß ja, wie es ist. Der gute Ton. Ja, natürlich. Man muss ja auch zeigen, was hier los ist. Ne? Das ist so die mein Haus. Genau, meine Eier. Genau. Alter, hier ist ja gar kein Durchkommen mehr. Katastrophe. Hier geht's bergab. Na, das will ich ja auch. Warte mal. Da geht's bergab. Oh mein Gott. Aber wir müssen auf ihn warten. Ja, okay. Lass mich hier einfach hängen. Ja, du kannst ja immer auf die Situation. Du kannst dich mit der Situation akklimatisieren. Ja, okay. Also, ich bin gerade 19. Ganz entspannt. Oh, da haben sie aber. Ui. Da bin ich vorhin noch runtergefahren. Da war es ja. Was haben die hier gemacht? Das war mal schön. Alte Scheiße. Leute, mein Herz. Ja. Und Grasen sehen. Die Löcher sind geil. Aber da fahren wir auch noch runter. Ich möchte da hoch. Kommst du mir entgegen? Okay, dann fährst du da und ich fahr da. Fahren wir aneinander vorbei. Ganz entspannt, ich muss mal die Löcher zumachen. Ja, das ist, die Löcher sind ein bisschen heftig. Das ist gar nicht mehr, ist gar nicht mehr so spannend wie vorhin. Das war vorhin geiler. Warte mal, Feichen. Was? Vorhin war schöner, als der noch nicht mit seinem LKW hier durchgeballert ist. Ja, hier können wir Spur und dann. Da werden wir nicht hochkommen, da werden wir wieder da raus müssen. Eingeschnallt bist du noch? Aber es wird jetzt nicht so schlimm. Vorhin war es schlimmer. Da war es richtig. Ja, ja, ich versuche das mittig zu nehmen. Ja, ja, okay, ja, natürlich. Ja, 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 ja. Muss ja. Muss ja regeln. Muss ja regeln. So. Müssen wir warten, bis er soweit ist. Okay. Ja, gleich Feuer und Scheiß drauf! Okay, ja, ist klar. So bleiben wir jetzt. Okay. Ich wollte jetzt hier parken eigentlich. Gerade auf! Gerade auf! Jetzt steigt der aus! Hast du das hier nicht belassen? Hast du hier das? Nee, Angst nicht! Ich will bloß hochkommen. Bisschen weiter rechts, mal gucken. Wir versuchen mal da rüber zu kommen. Ganz entspannt. Was ist das? Ganz entspannt. Ist das nur ein Gerät? Oh mein Gott. Gut, hier sind wir durch, Pascal. Fahren wir weiter. Fahren wir weiter. Okay. Jetzt geht's Richtung L-Loch. Da werden wir aber nicht durchfahren, weil dort die Gefahr des Schadens zu groß ist. Ach, okay. Also, weil ja so viel Schlamm drin ist, weißt du? Okay. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal. Was? Bin zum zweiten Mal erst in der Küche. Ich hab da noch nicht so die Ahnung. Ach so, L-Loch ist das da, weil das okay. aussieht wie ein L. Ah, okay. Ja? Oh, der hat eine Spur reingezogen hier. Oh ja, haben wir geschafft.
Mensch. Um 2 waren wir schon. So. Ich weiß. Das ist nicht schlimm. So, hier ist auch nochmal schön. Okay. Was? Hier ist auch eine schöne Buckelstrecke. Okay. Aber die war schon anstrengender. Die geht jetzt auch. Ja, okay. Wie mit dem Schiff. Alter. Aber du merkst, wenn du hier drinnen sitzt, eigentlich. Es ist mega entspannt. Ja. Es ist auch mega bequem. Ja. Aber es ist halt so, dieses, kannst du nicht sagen. Du siehst nichts, du hast nichts in der Hand, du musst mir vertrauen. Ja, ja. Dieses Mitfahren ist halt sowieso nochmal anders. Ich bin auch ein übelst schlechter Beifahrer, da bin ich voll die Memme. Aber wenn man selber fährt. Ja, aber was es halt auch so ist, so, dieses, was du gesagt hast, als wenn du in dem Sofa sitzt. Ja. Es ist halt Buggyfahren, das kannst du nicht beschreiben. Nee, was steht die da mitten am Loch da hinten? Was stimmt denn da nicht? Achso, nee, kannst du raus an Seite. Was? So schlimm war es jetzt aber nicht. Nein, was? Das war. Der Riemen ist schon runter. Also das ist noch mehr eigentlich. Ohne Scheiß. Der Riemen ist jetzt ein Jahr drauf. Den kannst du vergessen eigentlich. Ja, du hast noch mehr Vortrieb. Warst du mal im Tunnel? Nee, doch, warst du schon, ja. Das ist so geil. Das ist. Ich feiere den einfach. Sie. Da gibt es ja noch geile Windschalldämpfer. Ja. Aber naja. Okay. Jenseits von Gut und Böse die Preise. Ja, okay. So. Thank you.
Freunde, das war's mit Pascal von Quad Family 31. Ja. Guckt mal rein, vertreten auf Instagram und YouTube. YouTube passt die 100, da sind wir bei 90. Okay. Und bei Instagram passt 300, da sind wir bei 240. Ziel ist es, das bis Ende des Jahres zu schaffen. Dann schafft ihr. Gut, dann Pascal, vielen Dank fürs Mitfahren. Ich hab dich zu bedanken. Gern geschehen. Noch bei meiner mentalen Vorbereitung. Ja. Steht noch im Auto. Kommt ihr noch? Alles klar. Damit sind wir raus, Leute. Ciao, ciao und bis zum nächsten Video bei Quad Family 31 und bei Buggy Atze.